Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ja, zum Abschluss der Woche schauen wir nochmal auf die Devisenmärkte. Und wie gewohnt begrüße ich dazu Frank Wiedemann von Flatex. Herr Wiedemann, mit der Wahl in Frankreich, da steht uns ja wirklich ein spannendes Wochenende bevor. Wird denn der Ausgang einen großen Einfluss auf den Euro haben? Womit rechnen Sie? Gut, grundsätzlich, momentan sieht es ja so aus, es gibt insgesamt vier Kandidaten, die entsprechend die Chance haben, in die Stichwahl zu kommen. Natürlich ganz klar Le Pen und Macron, das sind so die Favoriten. Und in Schlagdistanz nochmal dann Fillon und Mélenchon, das sind die zwei weiteren. Wenn es alles so kommt, wie die Wahlforscher es vorhergesagt haben, das heißt Le Pen und Macron gegen die Stichwahl, dann wird wahrscheinlich gar nichts passieren. Wenn es aber etwas anders kommt, beispielsweise, dass vielleicht Le Pen mit einem sehr, sehr großen Wahlsieg oder beziehungsweise, dass Le Pen halt viel mehr Wählerstimmen auf sich vereinen kann, wie das erwartet wird, oder dass vielleicht auch der linke Politiker Mélenchon in die Stichwahl einzieht, vielleicht sogar zusammen mit Le Pen, dann wird das natürlich erhebliche Auswirkungen haben und wahrscheinlich auch den Euro unter Druck bringen. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Sonntag ist ja die Wahl, da werden wir sehen. Die Kunden von Flatex haben sich schon ein bisschen positioniert. Also wir sehen es derzeit eher Long-Positionen für den Euro. Also die erwarten wahrscheinlich dann eher einen positiven Ausgang, was zumindest die Kandidaten angeht. Also sprich, dass er dann vielleicht Macron gewinnt beispielsweise oder die meisten Stimmen auf sich vereinen kann. Wenn wir uns den Kursverlauf vom Euro, US-Dollar mal angucken, wir sehen hier den Tageschart. Da können wir sehen, dass wir zumindest in dieser Woche eigentlich einen sehr positiven Verlauf festgestellt haben für den Euro. Im Gegenzug ist der Dollar entsprechend gefallen. Wir hatten gestern auch sogar einen Stand erreicht von fast 1,08. Also wenn man das Hoch und das Tief dieser Woche zusammennimmt, dann waren das sogar fast, ja nicht ganz, aber so 170, 180 Pips, die der Euro zulegen konnte. Gestern ging es dann wieder ein Stück weit bergab. Zum einen kam so ein bisschen auch Unsicherheit auf, was Nordkorea angeht. Das hat den US-Dollar ein bisschen unter Druck gebracht. Es gibt ja da ein erhebliches Säbelrassen von den Nordkoreanern. Und es gab auch nicht so positive Konjunkturdaten. Also das hat dazu geführt, dass der Euro entsprechend steigen konnte, auch in dieser Woche. Gestern Abend, 19 Uhr oder kurz nach 19 Uhr, hatte sich dann auch der Finanzminister der Amerikaner zu Wort gemeldet. Und der sagte, dass es bald einen Plan geben wird, was die Steuerreform angeht. Und das hat dann wieder den US-Dollar auf Vordermann gebracht und den Euro entsprechend ein bisschen auf Talfahrt geschickt. Diese Entwicklung können wir heute auch noch nachvollziehen. Also heute steht der Euro nach wie vor unter Druck. Kursstand aktuell bei knapp unter 1,07 und das trotz positiver Einkaufsmanager-Daten aus Deutschland und aus der Eurozone. Dann schauen wir als nächstes mal auf das Währungspaar US-Dollar-japanischer Yen. Hat denn der Dollar weiter gegen den Yen abgegeben oder konnte er sich wieder stabilisieren? Also das Zweite ist der Fall, Maiko. Also er hatte sich stabilisieren können. Also wir hatten in der Vergangenheit ja einen relativ starken Yen gesehen und im Gegenzug entsprechend einen schwachen US-Dollar. Und was wir hier sehen, ist das Währungspaar US-Dollar gegen japanische Yen. Wir sind unter die Trendkanallinie gefallen sogar. Die Oszillatoren haben jetzt aber in der Vergangenheit auch eher eine Überverkaufssituation angedeutet und wir sind jetzt quasi wieder in diesen Trendkanal reingelaufen. Gestern gab es dann eigentlich noch ganz positive Konjunkturdaten, aber das hat auch dem Yen insofern nicht geholfen. Wenn man das Ganze mal ein bisschen detaillierter anguckt, und zwar auf den Stundenchart, dann sehen wir hier, dass sich eigentlich eine schöne Formation ausgebildet hat auf dem Stundenchart, und zwar eine inverse Schulterkopf-Schulter-Formation. Und die untere Linie des Trendkanales war dann auch quasi oder ist auch quasi die Nackenlinie. Wir sind jetzt eben vor kurzem, also gestern, nach oben hindurchgebrochen. Aktuell haben wir aber nochmal ein Pullback gestartet bis an die Nackenlinie. Und rein von dieser Formation ausgehend könnte uns die Reise vielleicht auch aktuell bis wieder in den Bereich von 1,110 führen, muss man mal abwarten. Aber kurzfristig könnte es da durchaus auch noch Kursgewinne für den US-Dollar geben. Dann schauen wir nochmal auf die Insel, also nach Großbritannien. Dort wird es ja in diesem Jahr bereits im Juni jetzt Neuwahlen geben. Wie hat denn das Pfund auf diese Meldung reagiert? Ja, grundsätzlich positiv. Erwartet hatte man das so
Ja, im Vorfeld nicht. Das war dann schon etwas überraschend. Man erwartet, dass die Premierministerin Theresa May die Wahl gewinnen wird und dann gestärkt quasi auch ihre Brexit-Vorbereitungen dann fahren kann. Man sieht hier, da wo der rote Pfeil ist im Chart, diesen Tag, wo es dann entsprechend kräftig nach unten gegangen ist. Wir sehen hier das Währungspaar Euro zum britischen Pfund. Also das Pfund ist entsprechend dann stark gestiegen, der Euro entsprechend mehr oder weniger stark gefallen. Ja, momentan sitzen wir auf der 0,83er Linie. Das ist auch so eine Unterstützungslinie, muss man mal abwarten, ob die hält. Im Moment hält sie auf jeden Fall noch. Und trotz eigentlich negativer Konjunkturdaten, die wir heute gesehen haben aus Großbritannien, hat sich eigentlich nicht viel bewegt. Das Pfund ist zwar ein bisschen unter Druck gekommen, aber eigentlich kaum. Also wichtig ist eben diese Marke 0,83. Und ich denke mal, sie könnte halten, aber die Zukunft wird die Entscheidung bringen, ob wir durchbrechen oder ob wir daran abprallen. Frank Wiedemann, dann vielen Dank für die Einschätzungen und schönes Wochenende. Danke auch. Das wünsche ich Ihnen natürlich, liebe Zuschauer, auch. Und nächste Woche sehen wir uns dann hoffentlich an dieser Stelle wieder. Bis dahin.